So, ja, der letzte Part für heute. Willkommen zurück erstmal zu Ape Escape 2. Wie gesagt, ich habe jetzt hier erstmal letztes Mal ungefähr 250 Goldmünzen ausgegeben, ganz viel Kram geholt. Und würde mich jetzt den Rest der Aufnahme gerne, oder jetzt zumindest diesen letzten Part für heute, um noch ein paar Minispiele kümmern. Wir machen jetzt auch erstmal mit Dance Monkey Dance weiter. Weil da haben wir noch ein paar Lieder zu machen. Ich glaube, wir haben gerade mal 2 oder so geschafft. Und jetzt, insgesamt sind es 9. Ah, Dance, komm. Legen wir direkt mal los. Alleine natürlich, selbstverständlich alleine. Auch normaler Tanz. Das sind, glaube ich, hier. Ja, es sind wahrscheinlich 3 Lieder oder sowas, keine Ahnung. Was wahrscheinlich dann erst, wo es dann auch nochmal 3 Songs von gibt. Aber gut. Wir werden sehen. Alles, was wir geschafft haben, haben wir geschafft. Da gibt es auch übrigens einen Trick, den habe ich mich im Internet gelesen. Nice Moves! So, zack! Man kann nämlich schon immer die eine Hälfte kann man schon machen und der zweite ist dann noch entscheidend. Es gibt nämlich hier auch eine Trophäe, die besagt, man musste einmal ein perfektes Lied machen. Also mit der besten Punktzahl. Und das ist wohl hilfreich dabei. So, bisher ist das ja erstmal ganz gut. Aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen, das Lied. Ah. Weil was da entscheidend ist, ist halt auch, dass die, ich sag mal, Synchronität gegeben ist. Es ist so dumm. Okay, ich krieg's nicht hin. Ich bin zu dumm dafür. Aber es reicht, glaube ich, jetzt erstmal aus, um, ist Nice Moves gut oder gibt's noch ein Perfect? Ich weiß es leider nicht mehr. Okay, es geht noch weiter, das Lied. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal nur der erste Part. Jetzt kommt der zweite Part. Und ich werde hier garantiert, also wenn ich das versuche mit diesem perfekten Ding, also mit dem perfekten Versuch, dann werde ich auf jeden Fall das erste Lied nehmen, weil das ist am kürzesten. Wenn man dann die ganze Zeit, gefühlt 10 Minuten, das kenne ich noch von Rockband, so ein 10-Minuten-Lied hat und am Ende halt verkackt. Das ist mega nervig. Im Endeffekt, man kann es natürlich auch auswendig lernen irgendwann. Das ist ja immer quasi die gleiche Reihenfolge an Moves, die man hier machen muss. Ich werde aber gleich noch ein bisschen rumspacken kurz. Aber erst will ich das Lied fertig machen. Ja, vergib. Ja, die unten kann ich nicht so gut, ne? Die schräg unten. Okay, das, ich habe so gerade einfach falsche Moves gemacht. Mann! Das wird auf jeden Fall keine 50. Also 50, glaube ich, die maximale Punktzahl, die ich bekommen kann. Aber ich schätze mal, sollte zumindest ausreichend sein. Mann! Ich bin echt zu blöd. Ich sehe es zu spät. So. Das ist auch so vom... Also der Punkt, wo ich das drücken muss, ist halt so schrecklich. Warum war da jetzt gerade eine Glocke? War die Glocke schlecht oder war die gut? Bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe so viele Terribles, ey. Mann! Das kann doch nicht sein. Warum nur quite gut? Okay, da kam gerade Feuerwerk. Oder irgendwas. Irgendwas ist da hinten gerade wie in die Luft geflogen. Ja, ich denke mal, es sollte ausreichend sein, um das wirklich geschafft zu haben. Ich hoffe es zumindest. 5, okay. 9, ja, danke. 6, ja, ich glaube, das ist 4. 10, ja, sollte ausreichend sein. Ja! Okay. Immerhin ganz gut. Ja, und da müsste dann halt jetzt quasi genau da müsste jetzt eigentlich die 50 stehen für die Trophäe. Das ist wohl gar nicht so einfach. So, machen wir mal direkt weiter. Ich schätze mal, jetzt haben wahrscheinlich das zweite Lied freigeschaltet. Ja, wie viele Untermenüs es da gibt, es, wenn man da bin, wo ich hin muss. Gacha Whippen, genau. Und auch wieder Song 1, ja. Ach du Scheiße, okay. Das ist anstrengend, wirklich, das ist echt anstrengend. Wenn es wenigstens so ein bisschen Takt wäre, ne? Was zum Teufel ist das? Wahrscheinlich ist das irgendwie Freestyle, könnt ihr mir vorstellen. Achso, nee, das ist einfach nur einer. Okay, verstehe. Aber auch schön, ne? Dass man mal auch einfach nur einen machen muss.
Ich weiß nicht, wie der Rest jetzt war. Fuck! Ja, ich habe das war wieder dumm, was ich gemacht habe. So viel Quiet Goods nur, ne? Nice Moves ist, glaube ich, das wirklich das Beste, was man machen kann. Das war ganz gut. Ich kann auch nicht so viel reden hierbei, ne? Was ist, da muss man sich schon so ein bisschen konzentrieren. Weil, ich hab's gesehen, ne? Wenn ich jetzt einmal rede. Sowas kann ich nicht Multitasking machen. Das war gut. Das Lustige ist, gerade bei jedem der drei hat meine Brustmuskel angefangen zu zucken. Schön im Takt. Ja, das war aber auch nicht so gut. Ups, okay. Was? Hä? Okay. Warum? Es ist 46 gewesen. Das ist voll viel. Ich meine, ich sollte mich eigentlich nicht beschweren, ne? Aber. Alter, das ist auf jeden Fall mein bester Versuch. Ja, vielleicht sollte ich das dann nehmen als, ne? Bei 50 ist er nicht so weit weg davon gewesen. Alter Vater. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Gacha Rhythm. Also wie gesagt, ich hab mir das sind 3x3 Lieder. Wir werden jetzt heute wahrscheinlich auch nicht alle Lieder hinbekommen. Aber die beiden kriegen wir vielleicht noch hin. Die werden jetzt aber natürlich jedes Mal länger. Oh, es juckt, warum juckt mein Mund jetzt? So. Schöne Musik aber, ne? Zack. Zack. Wie gesagt, ich spreche jetzt einfach nicht viel. Ich glaube, wir kommen damit zurecht. Könnt ihr der schönen Musik lauschen. Das war dumm. Ich habe mich mit einem vertan gerade. Aber hier komme ich auf jeden Fall ein bisschen besser zurecht mit dem Rhythmus, was man dann auch von der Musik her hört, weil man welche Eingaben machen muss. Ende, das reicht. Hier war, glaube ich, das erste Lied zu Ende. Jetzt könnte so langsam hier auch mal zu Ende sein, vielleicht. Das ist viel zu früh. Das war dumm. Das war auch viel zu früh. Der Anfang war, glaube ich, ganz gut, aber am Ende habe ich jetzt ganz schön viel verkackt. Aber das reicht zum Durchstehen, denke ich. Was? Hä? Hey. Das stimmt ja gerade ganz und gar nicht. Ja, das Ende war so scheiße. Das Ende, das habe ich so verkackt. Er sollte auch trotzdem ausreichend sein zum Schaffen, weil der Anfang war eigentlich zu gut. Ja, 10, dankeschön. Dankeschön, ja, gut. Ich denke mal, um zu überstehen, muss ich wahrscheinlich von jedem der Juroren mindestens eine 5 bekommen, könnte ich mir vorstellen. Pjungs! Steht noch eine 4 vorne? Alter, 44 hab ich gerade gesehen, oder war es 41? Ich weiß nicht so genau. Aber ich habe am Ende so hart verkackt, ey. Alter Vater. All day 40. Was Bob was Father. So. Immer kriegen wir das Ding auf jeden Fall noch fertig. Und vielleicht sogar noch den letzten oder den ersten Teil vom dritten. Das kann auch sein. Das wird am Anfang gut sein. Das wäre auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Alter. Irgendwie, irgendwas stimmt da jetzt gerade nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob ich eine Latenz drin habe oder sowas. Oder ob ich einfach zu dumm bin. Das kann natürlich auch sein.
Aber egal, bisher ist es trotzdem, denke ich mal, noch ausreichend. Und auf was anderes kommt es jetzt erstmal auch nicht an. Erstmal will ich ja nur schaffen. So, so, so. Gerade immer so die schräg oben, schräg unten. Das ist immer ein bisschen tricky. Ach, fuck, jetzt habe ich alles falsch gemacht, was auch nur geht. Alter Vater, ey. Ich halte einfach mal kurz die Fresse, bis das nicht vorbei ist. Das ist, glaube ich, besser. So. Die Geräusche verwirren mich. Ich denke immer, ich mache irgendwas falsch. Doch. Eine Sache gesagt und schon wieder verkackt, ne? Ich hoffe nicht, dass das irgendwie, ups, Copyright-Musik ist, die ich jetzt hier höre. Gehe ich jetzt aber erstmal einfach mal nicht von aus. Ach, dumm. Ja, wieder falsch gemacht. Perfekt. Jetzt geht's aber hier ab für den Markt. Sehr gut. Auch gut. Ja, in Ordnung. Ist kein Terrible dabei. Jetzt geht's aber echt ab. Echt. Zack. Auch gut. Ah, nicht so gut. Fuck. Ich habe so einen einfachen Scheiß am Ende nochmal verkackt. Erbärmlich. Erbärmlich. Ich habe 50 Punkte bekommen. Warum habe ich 50 Punkte bekommen? Das soll voll die schwere Trophäe sein. Wirklich. Also, der wurde bei PSM Profiles wurde da diskutiert, wie man das am besten macht. Und ich habe es jetzt einfach mal geschafft, obwohl ich auch ziemlich viel verkackt habe, muss man sagen. Aber gut, ey, ich habe es geschafft. Das ist die Hauptsache. Ja, schön. Das war eigentlich eine von den Trophäen, die ich offscreen machen wollte. Ich habe schon mal ein bisschen gelümpelt, was man denn da so alles holen kann. Und das hat auf jeden Fall auch immer was mit den Minispielen auch zu tun. Ja, ich gucke jetzt gerade mal. 13 Minuten 30 haben wir jetzt ungefähr auf der Uhr. Und ja, ich denke mal, wir können zumindest nochmal das erste oder den ersten Bereich des Releases, Monkey Course, können wir auch nochmal spielen. Und auf jeden Fall werden wir auch nochmal kurz ins Hauptmenü dann zurückgehen in den Warp Room. Funky. Ey, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was mit meinen Brustmuskeln los ist, aber jedes Mal, wenn ich die beiden Sticks zusammenführen muss, sind die immer voll am Zucken. Ich denke, das hat was mit dem Taktgefühl zu tun, irgendwie. Das macht mein Auto, mein Körper automatisch gerade. Perfekt. Ich habe übrigens, stimmt, fällt mir gerade ein. Auch wenn ich das jetzt verkacke, deswegen. Post von jemand unbekannt von euch bekommen. Fuck. Voll durcheinander gekommen. Es ist berechtigt, dass ich da jetzt eine Fresse kriege. Da sind Lego Star Wars Spiele drin gewesen und Max Payne 2. Aber ich. Der hat leider nicht reingeschrieben. Wer es war, deswegen erstmal vielen Dank. Aber ich wusste, ich habe damit auch null gerechnet, dass es Fanpost ist. Ich habe es einfach halt aufgemacht gehabt. Ah, okay. Das ist schon mal gut. Eigentlich war die Leistung, die ich gemacht habe, nicht gut. Die war nicht gut. Also es ist eine viel zu gute Bewertung für das, was ich gemacht habe. Jetzt mal ohne Scheiß.
Das habe ich nicht verdient, wirklich nicht. Das habe ich nicht verdient. Ja, schön, aber egal. Haben wir auf jeden Fall zumindest das Minispiel jetzt fast komplett fertig. Zwei Lieder bleiben noch vor uns. Also nicht zwei Lieder, ich glaube zwei Songstücke vor dem dritten Lied. Und ich denke mal, ein viertes wird es, glaube ich, nicht geben. Ja, klar. Bitte. Und dann können wir uns dann auch den anderen Spielen widmen. So, gut. Ich würde jetzt aber trotzdem... Ja, erstmal natürlich mal speichern. Shave. Ja, soll ich einen Slot über... Ach komm, ich überschreibe einfach. Was soll der Geiz? Ja, aber 6 Stunden hatten wir schon bei der letzten Aufnahme auf der Uhr. Und wie immer möchte ich natürlich jetzt erstmal feststellen, was sagt denn das Prozentzahlgelöt? Wie viele Affen haben wir mittlerweile gefangen? 200 Affen haben wir gefangen, gerade mal 60% erfüllt. Krass. 8 Stunden, 13 auf der Uhr. So, Gadget Trainer möchte ich nicht, genau. Ich möchte zum Entertainment Center. Monkeypedia, wie viel haben wir denn hier? Achso, das ist, ich hätte mal gerne so eine Gesamtansicht, ne? Also so und so viel von so und so viel habe ich jetzt gefangen oder eben nicht, ne? Das wäre schön gewesen. Secret Photo Album, da fehlen immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, wenn ich mich jetzt nicht mehr mega schnell in 10 verzählt habe. Hier 1, 3, 4, 5, 10, 13, 16, so wie es aussieht. Also es fehlen noch ein paar. Es ist gar nicht so vollständig, wie ich dachte. Es sind einfach nur so wenig Fotos. Also ich habe das komplette Bildschirm, habe ich immer gedacht, wären dann alle, aber egal. Art Collection. Das ist ein bisschen mehr, ne? Aber da habe ich auch ein bisschen mehr. 4, ja, 10, 12 fehlen da noch. Moon Theater, ja gut, da fehlen noch ein paar mehr. 4 Stück. Noch. Jukebox. Oh ja, da fehlt noch viel, viel mehr. Okay. Also es gibt auf jeden Fall noch genug. Zum Freischalten, okay. Ach cool, guck mal, Monkey Novels. Ah. Alter, wie viel gibt's denn hier noch? Heilige Scheiße. Okay, da sind noch einige. Bonus RC Cars. Und was kam mit Aerodynamic Design? Also man kann auf jeden Fall, also die haben tatsächlich ein paar Extras hier, diese anderen Dinger. Ich glaube, ich nehme jetzt auch einfach mal das hier. Ich weiß nicht, was es kann, aber ich nehme es einfach mal. Und die Manga Collection. Ach, das sind, glaube ich, die Comic Strips, ne? Ja, genau, okay. Alles klar. Zoom, okay. So, da muss ich jetzt nicht dran gucken. You cheated! Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, dann höre ich jetzt für heute mit der Aufnahme auf. Ich werde jetzt im Anschluss, werde ich zwar jetzt nicht heute mitbekommen, aber dann wahrscheinlich im Dezember, schon mal ein bisschen den Adventskalender anfangen zu machen. Also ein paar Tage, beziehungsweise ein Türchen habe ich zum Beispiel aufgenommen, ja. Wollte mich da jetzt heute nochmal um 2, 3 weitere wahrscheinlich kümmern. Und ja, weil wir haben schon Oktober, ne? Es ist nicht mehr so lange hin. Und bis zum Ende des nächsten Monats muss ich alles fertig geschnitten haben. Also das ist mein eigenes Ziel. Ich muss natürlich nicht alles schneiden, aber möchte ich gerne. Damit ich dann nur noch hochladen und dann Beschreibung schreiben muss. Und dann ist die Arbeit schon mal getan, deswegen gleich noch ein bisschen Adventskalender aufnehmen. Aber mit Ape Escape war es das erst auf jeden Fall für heute erstmal. Ja, ich hoffe, die Aufnahme hat euch heute gefallen. Wir haben jetzt heute nicht so viel geschafft, tatsächlich. Weil die Level auch einfach mega lang waren. Also es lag jetzt nicht daran, dass wir nicht weitergekommen sind. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, ne? Ja doch, hier haben wir angefangen. Wir haben 2 Level gemacht. 2 Level in, weiß ich nicht, 1,75 Stunden oder so. Plus halt ein bisschen Minispiele, okay, ne? Aber vorher, ich weiß nicht, was wir vorher alles gemacht haben. Wobei, ich glaube, das kann sogar, dass die letzte Aufnahme auch nicht so viel war. Aber ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall schon einiges hinter uns gebracht, wie man sieht. Ne? Es sind auf jeden Fall einige Level gewesen. Aber es macht immer noch mega Spaß, das Spiel. Und ich freue mich auch schon auf das Backtracking. Bisschen Angst habe ich vor den Time Trials, muss ich sagen. Aber gut, wird sich dann ja zeigen, wie gut ich die dann, ja, überstehen werde. Gut, ja, das war's auf jeden Fall, wie gesagt, für heute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen was auch immer. Und dann sehen wir uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder, wenn es dann weitergeht mit der Mondbasis von Spectre. Also bis dahin und tschüss.